Das, was Sie hier sehen, hat ungefähr die Größe des Ursprungs einer einzigen Pflanze, die ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Und zwar sehen Sie die hier. Das, was Sie hier sehen, ist eine einzige Pflanze, die aus solch einer winzigen Ansammlung von Wurzeln und Rhizomen entstanden ist. Die kleine Ursprungspflanze hatte ich 2005 aus Südostasien mitgebracht, hier in die Erde gesetzt und absolut nicht damit gerechnet, dass sie sich derartig kraftvoll entwickeln würde. Man könnte das vergleichen mit Gewisch oder einem anderen eigentlich lästigen Unkraut, aber Jaugulan ist ja alles andere als lästig. Es ist eine sehr wertvolle Heilpflanze. Und hier hinten sieht man irgendwo noch unseren kleinen Wächter, der mal aufpassen muss. Der ist völlig eingewachsen. Und durch ein Loch hier oben in einer kleinen Schutzwand hat sich die Pflanze einen Weg nach außen gesucht. Die Wurzeln befinden sich also durchaus hier drin, aber durch diese Wand ist sie nach außen gewachsen. Und präsentiert sich dort in dieser ungeahnten Fülle. Sie ist bis in die Dachrinnen hineingewachsen. Also noch einmal, das alles, was Sie hier sehen, ist eine einzige Jaugulanpflanze.